Auch das letzte legendäre Event Pokémon verdient seinen eigenen Part und das wird auch gleichzeitig der letzte Part meines Pokémon Platin Let's Plays sein. Ich befinde mich beim Ausgang des Kraterbergs, der mich wieder zur Speersäule führt, weil da muss ich nämlich hin, um das letzte legendäre Event Pokémon fangen zu können, aber unter der Bedingung, dass ich die sogenannte Azurflöte besitze. Eine Flöte, deren Töne nicht von dieser Welt zu sein scheinen, ihr Schaffer ist nicht bekannt. Und eigentlich wurde die Azurflöte niemals verteilt. Die kann man also nur durch Cheats bekommen. Das dazugehörige Pokémon wurde später dann einfach mal so per Event verteilt. Aber da hat man dieses Item nicht gebraucht. Aber das ist mehr oder weniger der ursprüngliche Weg, wie es gedacht war, dieses Pokémon überhaupt zu bekommen. Mit der Azurflöte begibt man sich hinauf zur Speersäule. Man muss also wirklich nochmal den ganzen Kraterberg erklimmen, das habe ich jetzt offscreen gemacht, weil der Weg ist exakt derselbe, wie wenn man zu Dialgon Palkia dann nochmal möchte, deswegen zeige ich das jetzt nicht nochmal. Und jetzt gehe ich einfach zur Speersäule. So, und seht mal, genau hier beim Eingang ist doch so eine merkwürdige Bodenplatte und darauf ist eine Flöte abgebildet. Und wenn ich die Azurflöte dabei habe, brauche ich nur in die Mitte treten. Die Azurflöte von Alex gibt ein Geräusch von sich. Möchtest du die Azurflöte spielen? Ja! Alex spielt die Azurflöte. Eine leuchtende Treppe ist erschienen. Ja, und genau diese Treppe gehe ich jetzt nach oben. Und zwar ganz nach oben. Ein wildes Arceus erscheint! Ja, Leute, das ist es. Das legendäre Pokémon Arceus auf Level 80. Der Gott aller Pokémon. Und es ist so episch, dass es sogar sein eigenes Kampftheme mitbringt. Seine eigene Kampfhintergrundmusik. Das ist richtig endgeil. Das ist ja wirklich majestätisch. Und das ist das stärkste wilde Pokémon, was man fangen kann auf Level 80. Obwohl, ich weiß, mit Platin kann man sogar wilde Carpet auf Level 100 fangen, das ist eh total gestört, aber wenn man davon mal absieht, ist Arceus wirklich das Stärkste. Und von ihm sagt man eben tatsächlich, dass es das gesamte Universum und alle Pokémon geschaffen hat. So mächtig soll es sein. Und ich werde Arceus wirklich mit meinem Meisterball fangen, weil ich mir den Meisterball ja die ganze Zeit über aufgehoben habe und für wen soll ich es sonst benutzen, ja? Für wen soll ich den Meisterball sonst einsetzen, wenn nicht für Arceus? Weil selbst der Gott aller Pokémon wird der Macht des Meisterballs nicht entkommen können. Aber mich würde mal interessieren, was es denn so drauf hat. Ich werde es jetzt einfach mal angreifen. Es wird sowieso überleben. Dafür ist es einfach zu stark. Kaskade! Ja, es setzt voll in Genesung ein. Es hat doch schon alle KP. Ich würde nämlich gerne mal seine Signaturattacke erleben. Ihr seht schon, wie wenig Schaden ich ihm mache. Das hat auch von allen Pokémon die höchsten Werte. Okay, es beherrscht unter anderem auch den Hyperstrahl. Das passt doch einfach zu ihm. Aber das ist nicht seine besondere Attacke, von der ich gesprochen habe. Ja, jetzt muss es sich wieder aufladen. Ja, keine Sorge, ich mache es ein bisschen spannend für euch. Aber ich möchte einfach mal... Hoffentlich setzt es die Attacke überhaupt gegen mich ein. Okay, es kann auch sehr. Sehr interessant. Aber los, jetzt zeig doch endlich mal, was du wirklich drauf hast. Ah, Heilung. Ach so, nee, Moment mal.
Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Leute, diese Attacke beherrscht Arceus noch nicht. Die lernt es doch, glaube ich, erst auf Level 100, oder? Ja, dann brauche ich da nicht weiter abwarten. Weil das haben wir ja auch noch gerade gesehen, es kann ja auch noch Heilung. Das heißt, es kann Heilung, Genesung, Hyperstrahl und... Was war noch dabei? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber ich glaube, es kann diese Attacke wirklich noch nicht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ey, die Kampfmusik ist so geil. Das sieht auch so episch aus. Und trotz alledem, obwohl es von allen Menschen als Gott der Pokémon angesehen wird, der das Universum geschaffen hat, wird Arceus sich der Macht des Meisterballs nicht entziehen können. Den habe ich mir extra für Arceus aufgehoben. Und jetzt gehörst du mir. Meisterball, der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon, und zwar wirklich jedes, auch Arceus, wird dem Meisterball nicht entkommen. Also Meisterball, los! Klasse, Arceus wurde gefangen. Was habe ich gesagt? Selbst der Pokémon-Gott hat gegen den Meisterball keine Chance. Nummer 493, Arceus, Alpha. Typ normal, Größe 3,2 Meter und Gewicht 320 Kilo. Man sagt, es sei ihm nichts aus einem Ei geschlüpft und habe dann die Welt geformt. Ja, und ich selber befinde mich jetzt hier oben über der Sperrsäule in der sogenannten Halle des Beginns. Von hier aus kann man aber, glaube ich, nicht mal wegfliegen, da muss ich erstmal wieder rausgehen. Und dann haue ich einfach mit einem Flugzeil ab. So, raus hier. So, ab ins Pokémon Center. Und jetzt schauen wir uns Arceus natürlich noch einmal etwas genauer an. So, da ist es. Arceus auf Level 80. Bericht. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen lame, so ein Pokémon mit dem Meisterball zu fangen, aber es hat ebenfalls eine Fangrate von 3 und das kann ja durchaus mächtig austeilen und deswegen habe ich mir den Meisterball wirklich absichtlich bis Arceus aufgehoben. Und ich finde, das sieht darin einfach auch toll aus, wenn es da drin ist, in diesem Meisterball. Eben vom Typ normal, mit der allerletzten Pokédex-Nummer, zumindest damals in der vierten Generation, hat es das Schlusslicht gebildet. Immerhin noch das letzte Pokémon der vierten Generation. Aha, Wesen pfiffig, 17. September 2015, ne, Halle des Beginns, erhalten mit Level 80, ist sehr aufsässig und mag saures Essen. Und hat die Fähigkeit Variabilität, passt seinen Typ der getragenen Tafel an. Und das ist der eigentliche Sinn, warum diese verschiedenen Tafeln überhaupt existieren. Die haben alle mit Arceus zu tun. So, ja, tatsächlich, es kann diese Attacke noch gar nicht. Ist das blöd. Heilung, Seher, Genesung und Hyperstrahl beherrscht es im Moment. Das heißt, diese eine Attacke, die ich meine, ich glaube wirklich, dass es die doch dann erst auf Level 100 lernt. Und zwar heißt diese Attacke Urteilskraft. Genauigkeit 100 und Stärke auch 100, was ich mich erinnern kann. Und der Typ dieser Attacke verändert sich durch die getragene Platte. Dann kann diese Attacke quasi jeden Typ annehmen, genauso wie Arceus auch jeden Typ annehmen kann. Das ist ja auch das Besondere an Arceus. Das besagt eben diese Fähigkeit Variabilität. Und das ist auch einzigartig unter den ganzen Pokémon. So, ich kann es ja einmal ganz kurz ins Team nehmen, nur um euch das mal zu demonstrieren, wie das denn aussehen soll. Das funktioniert mit jeder Platte.
Ich habe zwar noch nicht alle gefunden, aber ist egal. Die werde ich jetzt nicht mehr extra suchen. So, hier zum Beispiel die Hirntafel. Geben. Arceus. So, Arceus erhält Hirntafel zum Tragen. Und wenn ich jetzt noch einmal den Bericht aufrufe, dann seht ihr schon, es ist jetzt vom Typ Psycho und hat sich farblich auch ein bisschen verändert. Das soll nochmal verdeutlichen, welchen Typ es hat. Das ist jetzt so ein bisschen rosa geworden. Zumindest dieses... ich weiß auch nicht, was das eigentlich sein soll. Dieses komische Rahmen-Dingsbums-Gestell, was auch immer es da um den Körper trägt. Das soll auch für seine Göttlichkeit stehen und irgendwie so. Auf jeden Fall mit der Hirntafel ist es ein reines Psycho-Pokémon. Und würde es eben, wie gesagt, schon die Attacke Urteilskraft beherrschen, dann wäre diese Attacke jetzt nicht vom Typ Normal, sondern vom Typ Psyche. Die Stärke bleibt natürlich immer gleich. Und das kann man mit absolut jeder Tafel machen. Und in der 6. Generation kam ja dann mit dem Feentyp noch eine Tafel hinzu, nämlich die Feentafel. Also kann Arceus auch ein Feen-Pokémon werden. Und auch eine kleine interessante Info, wenn Arceus eine Gift-Tafel trägt, ist es so gesehen das einzige legendäre Gift-Pokémon. Weil ein wirklich reines legendäres Gift-Pokémon gibt es bis heute nicht, warum auch immer. Keine Ahnung, es gibt kein legendäres Gift-Pokémon, es sei denn Arceus trägt eine Gift-Tafel, aber das zähle ich persönlich nicht, weil es ist immer noch ein und dasselbe Pokémon, was halt nur seine Typ geändert hat. Aber wenn man davon absieht, gibt es bis heute kein legendäres Gift-Pokémon, vielleicht weil Gift für Tod steht oder irgendwie so, für was Schlechtes, vielleicht deswegen, ich verstehe es nicht ganz. Sie könnten wirklich mal ein legendäres Gift-Pokémon erfinden, das kann meinetwegen für die Umweltverschmutzung stehen oder für was auch immer, ist mir eigentlich relativ egal. Und wenn ich ihm jetzt wieder die Tafel wegnehme, dann ist es natürlich wieder vom Normaltyp. Und normal ist ja logischerweise der einzige Typ, von dem es keine Platte gibt, weil es den Typ ja schon von Anfang an so hat. Aber alle anderen Typen existiert immer eine Tafel. Die kann man alle im Untergrund finden oder auch an bestimmten Stellen sind nur mindestens einmal. Einige davon habe ich ja schon gefunden, die restlichen gehe ich jetzt aber wie gesagt nicht mehr extra suchen, weil da habe ich einfach keinen Bock drauf, ja. Das werde ich jetzt auch nicht mehr tun, aber das ist halt das ganz Besondere an Arceus. Und ja, ich weiß, man kann sich jetzt wirklich über den Namen streiten, wie man den ausspricht. Im Film wird es Arceus ausgesprochen, manche sagen Arceus oder Arceus, irgendwie ist es... Ich bin so gewohnt, wie es im Film ausgesprochen wird, und wenn die Aussprache falsch ist, interessiert mich das ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin es gewohnt, dass es Arceus ausgesprochen wird und jeder andere soll meinetwegen einen Handstand machen, ist mir auch egal. Ich nenne es so, wie ich es für richtig halte und alles andere ist mir Wumpe. Ihr wisst ja, welches Pokémon ich meine, nicht wahr? Gut, also dann, das war das letzte legendäre Pokémon. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen, es gibt wirklich verdammt viele in der Platin-Edition zu fangen. Muss man nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 legendäre Pokémon in einer einzigen Edition. Das ist schon sehr heftig, oder? Also das Eventual Gigigas habe ich jetzt natürlich nicht nochmal dazu gezählt, aber das Level 1 für Gigigas, ne? Ist das so niedlich in Platin, ist das Level 1 in Diamant Pearl of 70. 20 legendäre Pokémon. Natürlich, wenn man jetzt Events dazu zählt. Wir haben einmal das Seetrü mit Selfie, Wespe und Tobutz. Wir haben Dialga und Palkia, die Pokémon von Zeit und Raum. Wir haben Giratina in seiner Urform, wenn es den Platinum Orb denn trägt. Wenn nicht, ist es in der Wandelform. Dann haben wir Cresselia, was genauso wie Vesprit ein Wander-Pokémon ist. Und Arctos, Zapdos und Lavados nur in Platin fangbar. Level 60, auch alles Wander-Pokémon. Oh, bin so froh, dass ich die jetzt alle habe. Dann haben wir hier noch Heatran auf Level 50. Das kann sogar männlich oder weiblich sein. Ist einzigartig unter legendären Pokémon ohne direkt festgelegtes Geschlecht. Dann Regigigas, der Anführer von Regirock, Regieisen und Registeel, die man interessanterweise mit diesem Event Regigigas auch in Platin fangen kann, in deren speziellen Ruinen. Und dann haben wir hier auch noch Manaphy, was man normalerweise nur über Pokémon Ranger bekommt. Das muss man sich dann als Ei rüber schicken lassen auf die Edition und dann muss man es dann ausbrüten. Und wenn man eben ein Manaphy und ein Ditto in die Pension steckt, kommt ein Ei dabei raus und aus dem schlüpft dann Fione. Und Fione ist ebenfalls einzigartig, es kann sich nicht zu Manaphy entwickeln, obwohl es aus einer Zucht mit Manaphy entstanden ist. Das ist ebenfalls was ganz Besonderes. Ja, und dann eben die legendären Golems, Regirock, Regieisen und Registeel. Und die Event-Pokémon Darkrai, Shaymin,
und Arceus. Ja, und bei Schemen ist es auch noch besonders, wenn man es in die Box ablegt, dann ist es wieder in seiner Landform, dann verliert es quasi seine Fähigkeit, sich in der Zenithform aufzuhalten. Da verwandelt es sich automatisch wieder zurück. Also nur wenn es im Team ist, man ihm die Crazy Deer Blume gibt, dann wird es die Zenithform annehmen. In der Box bleibt es eben in seiner Landform. Ja, und Arceus eben, der Gott aller Pokémon. Das ist eigentlich auch interessant. Man sagt, Arceus ist der Gott aller Pokémon, aber es kann sich keine Mega-Entwicklung leisten. Warum auch immer. Vielleicht haben die Entwickler sich gedacht, dafür ist es dann einfach zu overpowered. Aber mehr oder weniger von allen Nicht-Mega-Pokémon ist Arceus das allerstärkste. Ich glaube, das Einzige, was es mehr oder weniger jetzt wirklich von der Gesamtbasiswertsumme übertreffen würde, oder sogar wirklich übertrifft, also zumindest in Omega Rubin und Alpha Saphir, das wäre Mega Rayquaza. Das ist das einzige Pokémon, was von seiner Power und von seinen Werten her noch etwas stärker ist als Arceus. Aber auch wirklich nur Mega Rayquaza. Alle anderen sind so ein klitzekleines bisschen schwächer. Aber trotzdem ist Arceus was Besonderes, weil es ja wirklich jeden x-beliebigen Typ annehmen kann. Das heißt, man kann eigentlich nie wissen, wie es gespielt wird. Auch wenn es natürlich sowieso verboten ist, weil, wisst ihr, legendäre Pokémon so, die meisten sind verboten in offiziellen Turnieren. Also wird man Arceus da wohl eher nicht zu Gesicht bekommen. Was mich auch noch erinnern kann, es wurde irgendwann mal sogar, glaube ich, ein Shiny Arceus verteilt, das ist dann golden. Und wie gesagt, normalerweise war es anders gedacht, dass man Arceus bekommt. Eben mit dieser Azurflöte, die ist aber nie wirklich offiziell verteilt worden. Dafür wurde Arceus später irgendwann mal, glaube ich, bei GameStop war das, glaube ich, auf Level 100 verteilt. Da habe ich sogar eins, das ist halt ein wirklich richtiges Original dann. Und das kann dann eben auf Level 100 wirklich diese besondere Attacke Urteilskraft. Das sah auch im 12. Kinofilm, wo es die Hauptrolle spielt, megamäßig geil aus. Da schießt es einen Strahl in den Himmel und dann regnet es solche Meteoriten runter. Also das ist richtig heftig. Das ist auch eine verdammt starke Attacke. Und kann nur Arceus lernen. Tja, Leute, das war es mit meinem Pokémon Platin Let's Play. Es gab also doch noch mehr zu tun als gedacht. Wie gesagt, die Kampfzone lasse ich jetzt absichtlich aus, weil es einfach das gleiche ist wie in HeartGold auch schon. Das will ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal antun, da habe ich einfach keine Lust drauf. Das müsst ihr verstehen. Und ich finde, der beste Ort, um dieses Let's Play zu beenden, ist der Ort, wo alles angefangen hat, nämlich in Zweiblattdorf. Also dann, ich möchte mich recht herzlich bedanken an alle ein großes Dankeschön, die bis zum Schluss wirklich zugesehen haben und jeden Part mitverfolgt haben. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass es das natürlich noch lange nicht gewesen ist mit Pokémon Let's Plays. Es gibt unter anderem noch die schwarze Edition und die schwarze Edition 2, die ich beide noch Let's Playen möchte. Dann fehlen noch diverse andere Spin-Offs, wie eben die Mystery Dungeon-Reihe, wo ja in Japan schon Super Mystery Dungeon draußen ist. Wir Europäer kriegen es leider erst 2016. Das möchte ich eigentlich auch ganz gerne Let's Playen. Dann fehlen noch die drei Pokémon Ranger Games, fehlen noch. Und es wurde mehr oder weniger ja schon indirekt angedeutet, Pokémon Z. Wenn es denn wirklich so heißen wird, weil wir wissen seit kurzem, dass das legendäre Pokémon sogar einige neue Formen dazu bekommen hat, auch seine perfekte 100% Form, und die kann man ja noch nicht bekommen. Und deswegen kann es dafür eigentlich nur einen Grund geben, dass man eine neue Spezialedition rausbringen wird. Bestimmt wird es in einiger Zeit dann soweit sein, dass wir eine offizielle Ankündigung erfahren werden. Und dann kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen, falls die Edition Pokémon Z genannt wird oder auch irgendwie anders, ist eigentlich eh völlig egal, ihr wisst, welches Spiel ich meine, dann werde ich das auf jeden Fall auch Let's Playen für euch. Ist doch eh ganz klar, ist doch Ehrensache. Ja, also mein Held, ich glaube, der ist nach diesen ganzen Kämpfen ziemlich müde geworden, der geht jetzt einfach mal ins Bett und darf sich ausruhen. Und damit recht herzlich danke fürs Zusehen. Das war mein Let's Play zur Platin-Edition von Pokémon. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Moment mal. Halt, stopp, zurückspulen, Kommando zurück. Was rede ich denn da? Bin ich doof? Es ist noch nicht vorbei, Leute. Mensch.
Ich habe beinahe vergessen. Ich wollte euch doch noch das Rematch gegen die Top 4 und Sünd jetzt zeigen. Und Barry, der will auch noch einen Rückkampf mit uns am Samstag bzw. Sonntag. Das muss ich euch natürlich unbedingt noch zeigen. Also vergesst, was ich gerade eben gesagt habe. Das Let's Play ist noch nicht ganz vorbei. Es werden noch zwei letzte Parts kommen. Da habe ich echt total drauf vergessen. Es tut mir nochmal wahnsinnig leid. Also das sieht mir jetzt echt nicht ähnlich. Normalerweise mache ich sowas nicht. Das ist, normalerweise vergesse ich sowas nicht. Aber es ist halt jetzt passiert, dass ich es vergessen habe. Weil ich schon so drauf und dran war, die legendären Event-Pokémon zu fangen. Dann habe ich mir gedacht, ja, Arceus ist das letzte. Und dann wollte ich wirklich schon Schluss machen. Also nochmal sorry dafür. Es kommen, wie gesagt, noch zwei Parts, wo ich dann noch gegen Barry in einem Rematch antreten werde und gegen die Top 4. Und dann noch ein allerletzter Part gegen Cynthia. Und dann ist das Let's Play wirklich hochoffiziell vorbei. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt einfach so vergessen konnte. Da habe ich doch eh noch davon gesprochen, dass ich euch das zeigen wollte. Und keine Sorge, das werde ich euch zeigen in den letzten beiden, den wirklich letzten beiden Parts dieses Platin-Let's Plays. Also bitte nochmal sorry dafür, dass ich manchmal so vergesslich bin. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber keine Sorge, diese beiden Parts kommen auf jeden Fall noch, versprochen. Also, wir sehen uns noch zwei letzte Male bei Pokémon Platin in diesem Let's Play. Also, bis dann, Leute, und sorry nochmal. Ciao!